Ja, ich würde vorschlagen, dann starten wir jetzt auch direkt. Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Webinar Game Changing Apps and Add-ons für SuccessFactors Recruiting. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns jetzt die nächste Stunde zu verbringen. Genau, an der Stelle noch ganz kurz erstmal, mit wem haben Sie es heute zu tun? Zum einen eben mit mir. Ich bin Sabrina Flach, Marketing Specialist bei Projekten 7 und 8 und kümmere mich sozusagen um die ganzen Themen Kommunikation, PR, Events etc. Also alles, was im Kommunikationsbereich ist und genau, habe an meiner Seite heute als unseren Hauptspeaker den André. Genau, dafür möchte ich dir ganz kurz auch mal kurz übergeben, dass du dich kurz vorstellen kannst. Ja, mein Name ist André Husok. Ich bin Business Development Manager bei Projekt 708. Bin seit vielen Jahren in der Recruiting-Beratung unterwegs, auch speziell im SuccessFactors-Umfeld und werde heute durch die Produkte und durch die Präsentation Sie durchleiten. Super, danke dir, André. Genau, bevor wir gleich loslegen, noch ganz kurz für diejenigen unter Ihnen, die uns jetzt bisher noch nicht kennen als Projekt 07 und 8, ein, zwei Worte zu uns. Genau, wir sind HR-IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen sozusagen. Wir haben uns fokussiert komplett auf Personalwesen und Reisemanagement. Genau, und da beraten wir sozusagen systemunabhängig, aber auch eben haben wir uns spezialisiert auf die SAP-Systeme, einmal die Cloud-Lösung SAP SuccessFactors, aber auch auf die On-Premise-basierte SAP-ERP-HCM-Lösung oder jetzt halt dann im neuen SAP-HCM für S/4HANA. Genau, haben da etliche Zertifizierungen in beiden Bereichen, verfolgen in unserer Kundenbetreuung wirklich einen ganzheitlichen Ansatz von der Beratung über die Konzeption bis hin dann zur Implementierung, aber auch den Support dann after Go Live und entwickeln eben, was wir Ihnen jetzt heute auch zeigen würden, auch innovative Softwareprodukte. Unsere Apps und Add-ons sind da sehr spezialisiert auf den Recruiting-Bereich. Genau, uns gibt es mittlerweile jetzt seit 13 Jahren und wir sind rund 45 Mitarbeiter an den Standorten in unserem Headquarter in München, haben aber noch weitere Standorte in Hamburg, Berlin und in Barcelona. Genau, jetzt ganz kurz, wie wird es ablaufen? Wir werden jetzt eben die nächsten 45 Minuten Ihnen Mischung aus Theorie und Live-Demo und Beispiel unserer Referenzkunden nahebringen. Und wir haben Sie alle stumm geschaltet, also so, dass wir jetzt eben hier ein konzentriertes Arbeitsklima haben. Möchten Sie aber wirklich bitten, wenn Sie Fragen haben, dann jederzeit in den Chat zu stellen. Also unten rechts finden Sie das Icon mit der Sprechblase. Da können Sie jederzeit Ihre Fragen reinschreiben. Freuen wir uns. Und dann würde ich die immer an gegebener Stelle auch dem anderen stellen, dass er sie dann vielleicht direkt beantworten kann. Und am Ende haben wir sowieso nochmal eine Q&A-Session, wo Sie dann gerne Fragen stellen dürfen. Genau. Die Teilnehmerliste ist verborgen, also Sie sehen aktuell nur sich als Teilnehmer, nur das zur Info. Das ist eben aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, dass Sie die anderen Teilnehmer sehen. Genau, das Ganze wird jetzt aufgezeichnet. Das heißt, Sie können es dann auch gerne im Nachgang mit Ihren Kollegen teilen. Also wir schicken Ihnen dann gerne einen Link zur Aufzeichnung, sowie auch die gesamte Präsentation kriegen Sie auch dann per E-Mail im Nachgang gesendet. Genau. Wie wird jetzt unsere nächste Dreiviertelstunde ablaufen? Ganz kurz eine kleine Agenda. Also wir wollen das Ganze sozusagen anhand einer Candidate- und Recruiter-Journey aufziehen. Das heißt wirklich, wir starten mit dem Kandidaten. Er begibt sich auf Jobsuche, auf den Karriereseiten der Unternehmen und sucht für sich eben die passende Stelle. Und anhand dessen werden wir dann immer auf unsere Apps und Add-ons eingehen, Ihnen anhand unserer Referenzkunden live zeigen, wie wir das umgesetzt haben. Genau, also er bewirbt sich dann online und steigt dann sozusagen in den Online-Bewerbungsprozess ein. Oder wenn er keinen passenden Job findet, aktiviert er einen Job-Alert. Und dann wechseln wir sozusagen die Sicht, die Perspektive auf den Recruiter, der dann sozusagen, wo wir das Ganze aus dessen Sicht betrachten, wenn er sozusagen Active Sourcing betreibt, beziehungsweise Bewerbungseingänge erhält und diese dann im SuccessFactors-System dann automatisch ranken lässt, beispielsweise. Genau, und dann nach Auswahl der favorisierten Kandidaten dann eben Interview plant, Video-Interviews den Kandidaten zukommen lässt. Genau. So wird jetzt der grobe Ablauf sein. Und jetzt würde ich auch direkt dir, André, übergeben, dass du einsteigen kannst und uns ja, mit der Journey starten kannst. Ja, dann vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch in die jeweiligen Apps und Add-ons ein. Ich denke, eine ganz gute Folie ist, die ich jetzt gerade zeige. Hier sieht man so ganz grob, welche Add-ons wir im SuccessFactors Recruiting-Umfeld haben. Das ist relativ viel. Ich werde die einzelnen Themen, die wir jetzt hier in dieser Folie sehen, dann heute natürlich auch zeigen.
wirklich an Live-Systemen respektive an Cases, sodass das alles ein bisschen griffiger wird. Wir haben hier natürlich auch Folien für Sie vorbereitet, die wir im Nachgang verschicken. Da haben wir so um die 60 Slides, wo man sich das im Detail nochmal anschauen kann. Wie gesagt, Fokus heute ist das wirklich erstmal von meiner Seite her wirklich diese Übersichtsfolie. Dann springen wir ab in die jeweiligen Systeme und ein Großteil der Sachen, die ich Ihnen heute zeige, können Sie sich natürlich auch live anschauen. Wir sind im Recruiting unterwegs. Wir haben viele Themen für die externen Bewerber umgesetzt. Das heißt, da kann man im Nachgang auch gerne mal schauen, wie das ein oder andere funktioniert. Aber gehen wir doch mal in die jeweiligen Applikationen rein. Und ich fange jetzt mal hier auf der rechten Seite an. Und zwar haben wir hier mit unserem Partner Cameo eine Video-Recruiting-Lösung geschaffen zum Thema zeitversetztes Interview, Stories. Das heißt, wir können hier auch videobasierte Stellenanzeigen umsetzen. Oder aber wir haben Echtzeit-Interviews, was hier mit Cameo möglich ist. Wir haben hier die Integration durchgeführt, sodass halt der Recruiter ganz klassisch hier aus dem Recruiting heraus die jeweiligen Aktionen starten kann. Wir packen die Links beispielsweise zu dem Video, welches aufgezeichnet wurde, dann in die jeweilige Application, sodass man halt jederzeit die Möglichkeit hat, diese Videos sich anzuschauen, die der Kandidat wohl aufgenommen hat. Dann haben wir noch das nächsten Bereich hier oben. Das sind eigentlich so drei Themen und diese drei Themen haben wir gemeinsam mit unserem Partner TextKernel entwickelt. TextKernel ist einer der Marktführer im Bereich Search and Match, CV-Parsing und haben hier verschiedenste Add-ons umgesetzt. Zum einen das sogenannte Labor Market Insights, ein sehr, sehr interessantes Tool, wo ich de facto Arbeitsmarktanalysen durchführen kann. Das heißt, ich kann hier wirklich schauen, welche Jobs performen wie am Markt, wo werden Stellen in der Regel ausgeschrieben, auf welchen Jobboards. Wir können hier Analysen machen, wie lange Stellenanzeigen ausgeschrieben worden sind, deutschlandweit beispielsweise, wie viele Stellen allgemein ausgeschrieben sind, welche Skills gefordert worden sind. Das heißt, hier eine ganz, ganz tolle Tool, um einfach mal zu vergleichen, was machen andere, wo schreiben andere aus und welche Trends und welche Skills sind eigentlich am Markt gerade gefragt bzw. werden ausgeschrieben. Dann haben wir hier ein sehr, sehr großes und komplexes Produkt, die P78 Search and Match Suite powered by TextKernel. Hier geht es darum, dass wir in SuccessFactors Recruiting die Search and Match Suite von TextKernel integriert haben. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz viele Funktionen, angefangen von, ich komme von der Requisition, kann von der Requisition abspringen in eine semantische Suche, kann hier auch abspringen in Richtung Xing oder LinkedIn, GitHub, Stack Overflow Profile. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, Kandidaten auch zu bewerten, Kandidaten zu finden. Ich habe hier eine sehr, sehr starke AI-basierte Suchfunktion, die mich als Recruiter unterstützt, kann Kandidatenprofile tabellarisch nebeneinander legen, vergleichen. Wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, um hier wirklich in Richtung Search und Match zu gehen und hier natürlich auch die beiden Systeme, zum einen Search und Match als auch SuccessFactors, dann hier optimal zu nutzen. Dann haben wir hier noch ein neues Add-on, das gibt es seit wenigen Wochen erst, das P78 Frontend Match. Das ist hier oben angesiedelt und zwar ist es eigentlich die Funktion, die der Recruiter hat in Bezug auf Search and Match, einfach nur für den externen Kandidaten. Das heißt, eine externe Stellensuche kennen Sie wahrscheinlich alle. Sie haben verschiedene Filterkriterien, können Keywords eingeben und dann wird mir letztendlich dort eine Hitlist angezeigt. Was wir hier gemacht haben, wir haben halt folgende Funktionen hier produktisiert, dass wir sagen, lieber Kandidat, lad doch einfach deinen Lebenslauf hoch, ohne dass du dich irgendwie registrieren musst. Wir extrahieren die Daten, wir verstehen, was du gemacht hast, was du kannst, was deine Skills, deine Qualifikationen sind und nehmen die gesamte Information aus dem Lebenslauf, lassen das gegen alle Stellen letztendlich matchen und zeigen dann eine Hitlist auf Basis der jeweiligen CVs an. Dadurch haben wir natürlich bessere Treffer auch für den Kandidaten, viel genauer, viel granularer. Wie gesagt, das ist eine Funktion, die sehr, sehr neu dazugekommen ist. Dann haben wir das P78 Quick Apply. Das Quick Apply selbst ist eine Ergänzung zum SuccessFactors Standard. Wir haben hier eine Möglichkeit geschaffen, dass ein Kandidat sich, ohne dass er Kennwörter eingeben muss oder irgendwelche Registrierungen durchführen muss, hier eine Quick Apply Lösung nutzen kann. Die besteht aus ganz, ganz wenigen Feldern. Diese Felder werden auch noch automatisiert gefüllt. Wir haben ja die Parsing Engine im Hintergrund, die letztendlich den Lebenslauf nimmt, die Daten extrahiert, die korrespondierenden Felder in der Quick Apply Lösung vorbefüllt und der Kandidat halt wirklich hier ganz, ganz schnell die Bewerbung abschicken kann.
ist natürlich als Erweiterung zum SuccessFactors Standard zu sehen. Wenn der Kandidat sein klassisches Profil pflegen möchte, Daten löschen möchte, dann geht er natürlich hier in die SuccessFactors Standardlösung. Das heißt, das ist wirklich hier als Ergänzung zum SuccessFactors Standard zu sehen. Wir haben hier natürlich auch viele visuelle Anpassungsmöglichkeiten und das Ganze sieht dann auch ein bisschen schicker aus als das, was man so vom Standard gewohnt ist. Ja, der große Bruder oder die große Schwester ist letztendlich das P7-8 Candidate UI. Und das Candidate UI selbst ersetzt alle externen Kandidatenoberflächen als auch die internen Kandidatenoberflächen. Das heißt, die Szenarien, die Sie kennen, Kandidaten bewerben sich auf Stellen, Sie haben dann ganz klassisch dieses SuccessFactors Look and Feel. Das haben wir genommen, haben das einmal neu gedacht. Wir ersetzen sozusagen das, was wir im SuccessFactors Standard haben. Die Standardoberflächen werden nicht mehr benötigt und sind komplett flexibel konfigurierbar. Das muss man sich so ein bisschen wie so ein Lego-Kasten vorstellen. Ich kann die Module ganz unterschiedlich zusammenpacken. Wir haben die Option, das Ganze mit CV-Parsing anzubieten. Wir haben die Option, das ohne CV-Parsing zu nutzen. Wir haben die Möglichkeit, das gesamte UI auf einen One-Pager zu packen, sodass ich einfach nur nach unten scrolle. Wir haben Wizard-Möglichkeiten, wo ich sage, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier ist man komplett flexibel, was das UI angeht. Wir haben alle Möglichkeiten, hier Dinge möglich zu machen. Und wir haben hier auch eine Situation geschaffen, dass wir keinen Domainwechsel mehr haben. Ich glaube, das kennen Sie auch. Wenn Sie auf eine Karriereseite gehen, haben Sie eine Domain 1, dann klicke ich auf Bewerben, dann lande ich in der Regel auf einer zweiten Domain, ob das Career 5 oder Career 2 oder 55 ist. Das haben wir nicht. Wir bleiben auf der RMK-Seite. Das Ganze läuft im RMK. So, das heißt, wir haben halt diese ganz klassischen Wechsel in den URLs hier auch nicht mehr. Auch hier, Registrierung ist nicht notwendig und wir haben ganz, ganz viele weitere Funktionen wie Anmelden mit Apple, Anmelden mit Google hier in Richtung SuccessFactors gebracht. Den Bereich, den wir unten haben, die Career Set Components, sind eigentlich ja, Komponenten, die es mir erlauben, im CSB Dinge umzusetzen, die es so im Standard eigentlich nicht gibt. Das heißt, wir können mit den Career Set Components hier wirklich up-to-date Karriereseiten bauen. Wir haben ja keinerlei Restriktionen. Zumindest sind mir bis jetzt keine erlebt bei den Kundenprojekten. Wir können ja eigentlich all das, was im Web möglich ist, im CSB umsetzen. Das heißt, wir brauchen hier kein separates Content-Management-System. Wir bleiben im SuccessFactors. Wir können innerhalb von SuccessFactors die Karriereseiten bauen, die dann wirklich auch für die Kandidaten sichtbar sind. Hat den Vorteil, dass diese Komponenten hier natürlich auch intern genutzt werden können. Das heißt, wenn ich den CSB auch für mein internes Karriereportal nutze, kann ich hier letztendlich genau diese Komponenten, die wir hier haben, und zwar alle, die wir hier haben, dann auch nutzen. Dann haben wir hier die P7-8 Smart Search. Mit der Smart Search ersetzen wir die Standardsuche für externe und interne Kandidaten. Warum? Wir haben hier einfach eine Möglichkeit geschaffen, dass das ja die gesamte Suche ein bisschen mehr Google-like funktioniert. Wir haben im Hintergrund AI-basierte Suche. Wir können mit Synonymen, mit Semantiken umgehen. Wir können die gesamte Suche wirklich Brand-Länder spezifisch konfigurieren. Wir haben da keinerlei Restriktionen, auch was die Locales angeht. Das heißt hier eine komplett volle, flexible Suche, die ich wirklich so gestalten kann, wie ich es möchte. Auch hier, wie gesagt, haben wir so gut wie keine Restriktionen. Und das ist wirklich ein ganz toller Ersatz zu dem SuccessFactors Standard. Was wir auch noch haben, und das ist auch Teil der Smart Search, man sieht es hier so ein bisschen, das sind die P7-8 Job Alerts. Ich glaube, jeder kennt von Ihnen auch die klassischen Job Alerts im SuccessFactors. Wir haben diese nochmal neu gedacht, haben das ein bisschen mehr in Richtung Shop-Denke gebracht. Was haben wir gemacht? Wir können Job Alerts jetzt anbieten, ohne dass Kandidaten sich registrieren müssen im System. Man kennt das von vielen Webseiten, wenn ich einen Newsletter abonnieren möchte. Ich gebe einfach meine E-Mail-Adresse ein, habe vielleicht das ein oder andere Kriterium, was ich mitgebe, bekomme dann eine Mail, wo ich letztendlich diesen Newsletter, dieses Abo bestätige. Das ist hier auch so. Das heißt, ich bestätige nochmal mit meiner Mail, dass ich diesen Job-Alert bekommen möchte. Und ab dem Zeitpunkt kriege ich ganz klassisch diesen Job-Alert zugeschickt, ohne dass ich mich registrieren muss. Vom UI her auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, das anzupassen. Wie gesagt, das schauen wir uns dann auch alles in den nächsten Minuten an. Ja, dann freue ich mich eigentlich auf dieses Produkt hier, das Interview Scheduling. Das haben wir mal mit aufgenommen, das ist eine Sneak Preview. Und zwar ist es eines der
der neuesten Produkte, welches ab Q4 diesen Jahres voraussichtlich verfügbar sein wird. Das Interview Scheduling ersetzt komplett die Interview Scheduling Funktion von SuccessFactors. Wir haben hier ein AI-basiertes Scheduling implementiert und konzipiert und umgesetzt. Hat den Charme, dass man halt bestimmte Limitationen hier einfach nicht mehr hat. Wir haben eine vollumfängliche Teams-Integration mit integriert. Wir haben Möglichkeiten an CC-Teilnehmer beispielsweise oder BCC-Teilnehmer umzusetzen. Wir können halt in die Kalender gucken. Wir können mit Kalenderblockern umgehen. Wir haben ein AI-basiertes Rescheduling. Gerade vor dem Fall, jemand wird krank, beispielsweise, es müssen 20 Termine umgeplant werden. Das kann das System weitestgehend alleine machen. Es gibt Empfehlungen, zu welchen Slots Termine durchgeführt werden können. Und wir haben ja eine ganz, ganz tolle Lösung geschaffen, die wirklich hochflexibel ist und dieses Interview-Scheduling im Standard ersetzt. Wir haben hier die Möglichkeit geschaffen für den Recruiter, für den Manager, als auch für den internen Bewerber, dieses Scheduling zu nutzen. Aber wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Lösung. Ich werde nachher mal so ein paar Screens zeigen, wie das Ganze ausschaut. Wie gesagt, die beiden grauen Sachen, das ist ein Sneak Preview, eine Lab Preview. Das heißt, hier würde ich auf Folien zurückgreifen, sind aber kurzfristig verfügbar und das kann ich dann natürlich in den nächsten Wochen auch live zeigen. Was wir hier noch haben, ist ein PDF-Konverter, auch sehr, sehr häufig nachgefragt bei den Kunden, dass wir hier einfach eine automatische Generierung der PDFs haben. SuccessFactors selbst hat ja, sage ich mal, einen PDF-Konverter mit im Bauch. Ich kann ja verschiedene Dokumente dort zusammenführen. Hier haben wir noch ein bisschen mehr gemacht. Das heißt, das ist ein Automatismus, der im Hintergrund läuft, der bestimmte Dokumente in bestimmten Art und Weisen einfach zusammenfügt, in bestimmten Strukturen noch arbeitet. Auch hier hochflexibel ist von der Konfiguration. Das heißt, ich habe dieses ganz klassische Kandidat legt 5 Anlagen hoch. Wir konvertieren das zu einer Anlage, im Zweifel noch mit dem Deckblatt und habe hier halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das noch zu konfigurieren. Auch eine ganz schöne flanke Lösung für ein Problem, ja, was in Richtung Anlagen geht. Ja, was man hier auf der linken Seite sieht, es sind natürlich auch die Apps und Add-ons, die wir haben, zum Teil im SAP App Store verfügbar. Wir haben hier aktuell 3 Listings. Es werden weitere folgen. Wir haben zum einen das Quick Apply hier im SAP App Store. Das heißt, einfach mal bei Google eingeben, SAP Store oder SAP App Store, dann gelangt man in diesem Store. Man würde dann hier auch die weiteren Informationen, auch Preisinformationen zum Quick Apply bekommen. Gleiches gilt für das Candidate UI als auch für die Textkernel Search Match Suite. Wie gesagt, diese 3 großen Produkte sind aktuell im SAP App Store verfügbar. Kann man sich jederzeit gerne anschauen. Und wie ich gerade schon sagte, weitere Add-ons werden wir dort auch mit reinpacken in der nächsten Zukunft. Gut, dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein an Folien. Ich würde jetzt gerne abspringen in Richtung Live-Demo. Wie die Sabrina schon sagte, wir werden jetzt uns wirklich mal in die Systeme bewegen. Ich würde halt wirklich Beispiele zeigen, wie man Dinge umsetzen kann. Das, was Sie sehen, sind halt zum Teil wirklich oder sind zum Großteil, zumindest aus externer Sicht, Live-Kunden, wie ich schon sagte. Das können Sie sich dann später auch gerne mal im Anschluss anschauen. Die Karriereseiten sind ja in der Regel frei verfügbar. Es wird ein paar Themen geben, die zeige ich dann auf unseren Instanzen. Das geht dann aber mehr in Richtung Labor Market Insights, Search and Match und das Video Recruiting. Und ich würde jetzt schon mal starten mit dem ersten Thema. Die Story hatten wir ja grob gesagt. Wir haben ja gesagt, dass wir mit dem externen Kandidaten anfangen. Und die Journey war ja, der Kandidat geht auf eine Karriereseite und wird sich dann ganz klassisch auf der Karriereseite umschauen, wird das Quick Apply nutzen, um sich zu bewerben und wird dann ganz klassisch weiter am System arbeiten. Ich gehe dazu mal auf eine Seite und hier würde ich mal beispielsweise die Seite von DM Tech nehmen. Was wir jetzt hier haben, ist eine ganz klassische Karriereseite. Die Karriereseite ist gebaut im Career Site Builder. Das heißt, das, was wir jetzt hier haben und das, was ich heute zeige, ist im Großteil aus externer und interner Sicht im RMK umgesetzt. Das heißt, jeder von Ihnen, der Recruiting im Einsatz hat, kennt den Career Site Builder wahrscheinlich. Ist halt ein Tool, mit dem ich halt ja Karriereseiten bauen kann. Und hier ergänzt um unsere Add-ons sieht man, wie sowas ausschauen kann, wie man es hier oben ganz klar sehen kann. Ich habe halt meine klassische Domain, ich habe das Brand und ich habe die Locale. Das ist der ganz klassische Aufbau
von SuccessFactors URLs, die, wenn ich das System im Einsatz habe. Wir haben jetzt hier eine Karriereseite. Ich als Kandidat gehe jetzt mal hin, kann mir natürlich hier die jeweiligen Inhalte anschauen. Wir haben hier ganz, ganz viele Elemente, das sieht man hier. Wir haben halt so gut wie gar keine Restriktionen, was die Umsetzung angeht. Das heißt, in der Regel konzipieren wir das ja für den Kunden oder gemeinsam mit Agenturen, wie diese Seiten ausschauen sollen und würden das dann letztendlich auch umsetzen können. Und Sie sehen es hier, wir haben verschiedene Slider-Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu animieren. Wir können mit unterschiedlichen Schriftarten, Schriftgrößen arbeiten. Wir haben so kleine Elemente beispielsweise wie dieses hier. Wenn ich jetzt hier raufklicke, ist der Pfeil animiert. Der geht dann nach oben, nach unten. Das heißt, ich habe hier wirklich alle Möglichkeiten. Gehen wir mal weiter. Ich habe dann solche Elemente zum Beispiel auch, wo ich bestimmte Funktionen abbilden kann. Habe Möglichkeiten hier ganz klassische Bilder zu nehmen. Möglichkeit hier auch Button rüber zu packen. Slider mit ganz unterschiedlichen Funktionen, Funktionalitäten. Ich habe die Möglichkeit, Hitlisten ganz anders darzustellen. Das heißt, hier meine Visualisierung, wie sowas ausschauen könnte. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wie man hier unten sieht, noch unglaublich viele andere Elemente. Wie gesagt, der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel im System umsetzen. Gehen wir doch aber mal in Richtung Stelle, Posting und Bewerbung auf eine Stelle. Ich würde jetzt hierzu mal diesen IT-Inhouse-Consultant nehmen. Habe dann letztendlich hier mein klassisches Job-Posting, wie man der URL hier oben erkennen kann. Ist das auch ganz klassisch im SuccessFactors umgesetzt als Posting-Layout. Das bietet ja SuccessFactors im Standard, ergänzt auch um unsere Komponenten, sodass halt diese Stellenausschreibungen dann auch so ausschauen. Das kann man sich hier anschauen. Wie gesagt, auch hier komplett im SuccessFactors RMK umgesetzt. Ich habe hier auf der rechten Seite jetzt eine Möglichkeit, mich zu bewerben. Ich möchte es auch gerne mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Ich klicke hier rauf. Dann haben wir hier verschiedene Standardoptionen von SuccessFactors. Bewerben mit LinkedIn, Bewerbung starten mit Xing. Jetzt bewerben ist der klassische Weg. Oder aber das Quick Apply, Bewerben ohne Registrierung für Kandidaten, die wirklich sehr, sehr schnell hier die Bewerbung abschicken wollen. Und das möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das Ganze ausschaut. Ich klicke jetzt mal hier auf Sicht des Bewerbers, auf Bewerben ohne Registrierung. Es öffnet sich ein kleines, schlankes Szenario. Das Design dieses Szenarios, das bestimmt in der Regel der Kunde. Das heißt, wir haben hier natürlich die Möglichkeit, die Bilder auszutauschen, Logos auszutauschen, die Möglichkeit, diese Icons anzupassen. Wir haben die Farben, die wir hier haben. Sprich, das Layout kann halt hier angepasst werden. Ich kann hier als Kandidat verschiedene Optionen auswählen. In dem Case ist es so, dass ich einmal den Lebenslauf klassisch hochladen kann oder aber mich mit Dropbox verbinden kann. Wir könnten hier auch Google Drive beispielsweise anbieten, sodass ich auch als Kandidat, der über ein mobiles Endgerät kommt, über ein Smartphone beispielsweise, über ein Tablet, wo ich vielleicht keine Zeit drauf gespeichert habe, hier mit den jeweiligen großen Anbietern mich verbinden, kann mich da einfach anmelden, ziehe das Dokument in SuccessFactors rein, die Daten werden gepasst und die Bewerbung ist dadurch abgeschickt. Aber wie schaut das Ganze aus? Ich möchte das einmal kurz zeigen. Ich bin jetzt mal hier ein Kandidat, ich möchte mich auf diese Inhouse-Consultant-Stelle bewerben, klicke hier ganz klassisch auf Dokument hochladen. Dann würde ich hier mal mir einen Lebenslauf auswählen. Das soll jetzt mal das Angela-CV sein. Klick auf Weiter. Die Daten wurden in der kurzen Zeit jetzt geparst, extrahiert. Das heißt, wir haben mal den Lebenslauf gehabt. Daten wurden extrahiert, hier in die korrespondierenden Felder eingetragen. Ich muss jetzt mal hier kurz was eintragen. Straße, Postleitzahl, Stadt, Wohnsitz. Und dann habe ich am Ende des Tages hier noch die Data Privacy-Fragen. Die kennt jeder von Ihnen natürlich auch. Klicke jetzt hier, ja, ich möchte berücksichtigt werden, ich akzeptiere die Datenschutzerklärung und klicke auf Weiter. Das möchte ich jetzt mal nicht machen, weil ich möchte natürlich hier keine Fake-Bewerbung abgeben mit meinen Daten. Aber ich denke, es kann sich jeder vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Was diese Applikation auch kann, es gibt natürlich auch je nach Konfiguration vom SuccessFactors die Möglichkeit, stellenspezifische Fragen zu stellen.
Das kann ja requisition-spezifisch sein oder application-template-spezifisch, je nach Konfiguration und Konstellation. Das heißt, sollten Sie hier in Ihrem System mit stellenspezifischen Fragen arbeiten, werden die hier automatisch reingeneriert, angezeigt. Das ist dann halt genauso wie hier unten, wie wir das hier haben, visualisiert. Das können ja, Single Select sein, Multi-Select, es können Freitextfelder sein, sprich all das, was SuccessFactors hier im Standard bietet, unterstützen wir hier out of the box. Das heißt, diese Applikation oder dieses Quick Apply ist dann halt auch ein Stück weit dynamisch, was letztendlich hier die Bewerbungsfragen angeht und Bewerberfragen angeht. Ja, das hängt wirklich an dem System. Genau. Das war es de facto schon von der ja, Quick Apply Lösung. Viel mehr ist es nicht. Kleine, schlanke Lösung, haben es gesehen, ohne sich zu registrieren, ohne Kennwort. Das passiert alles im Hintergrund automatisch. Das heißt, es wird natürlich in SuccessFactors ein User angelegt. Der Kandidat kann sich ganz klassisch hier über sein Login vom SuccessFactors anmelden. Das ist die Lösung, die wir hier haben. Und wie gesagt, der Absprung erfolgt in der Regel immer von der Karriereseite des jeweiligen Unternehmens. Genau, das zum Thema Quick Apply und Career Set Components. Gehen wir doch jetzt mal einen Schritt weiter und schauen uns mal sozusagen das Candidate UI an und auch die Career Set Components, die Smart Search und den Job Newsletter, wie sowas ausschauen kann. Ich würde dazu mal auf eine andere Seite wechseln. Und das ist die Seite von ProSiebenSat.1. Ich glaube, das Unternehmen kennen Sie alle. Auch hier haben wir die Career Set Components im Einsatz von uns. Wir haben hier das Candidate UI im Einsatz. Wir haben ja auch den Job Alert im Einsatz. Und was wir hier haben, Sie haben es gerade bei DM oder DM Tech auch gesehen, wir haben ein SuccessFactors-System. Auch diese Seiten, die wir hier haben, sind im Career Set Builder ganz klassisch umgesetzt. Wie gesagt, mit den Komponenten, die wir hier, die ich gerade genannt habe. Wir haben halt, wie gesagt, hier die Möglichkeit, diese Karriereseiten mit den Components sehr, sehr individuell zu gestalten. Wir haben hier oben die Suche, was Ihnen wahrscheinlich gleich aufgefallen ist. Wir haben hier zum Beispiel nur ein Feld. Ja, das heißt, wir haben auch die Möglichkeiten, Dinge einfach zu kombinieren. Wir können halt sagen, okay, wir sind ein bisschen mehr Google-like und haben nicht unglaublich viele Felder hier, wo ich Dinge eintragen muss. Aber das ist komplette Konfigurationssache. Wir haben hier die Möglichkeit, ganz klassisch ja, Filter einzublenden. Das kennt jeder von Ihnen wahrscheinlich auch von der Standardkonfiguration. Was wir hier unten haben, ist die Hitlist. Man sieht es hier, wir sind mal weggegangen von dieser klassischen ja, Listansicht, sondern hingegangen zu einer Kachelansicht. Und was man hier sehr schön sehen kann, wir haben natürlich die Möglichkeit, hier auch mit Logos zu arbeiten, mit Brands zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, die Dinge zu favorisieren. Ich kann halt diese ja, neue Stelle, diese neue Stellenfunktion hier anzeigen. Ich habe hier wirklich eine komplette Flexibilität, was halt letztendlich dieses, ja, diese Suche angeht und die Suchergebnisse angeht. Das müssen auch keine Kacheln sein, das kann auch eine Hitlist sein. Wie gesagt, das kann Kunden individuell konfiguriert werden. Charmant an der ganzen Geschichte, wie Sie es hier sehen, sind die jeweiligen Brands mit den jeweiligen Logos, die wir hier reingenerieren können. Hab hier unten noch eine Paginator und ich kann hier natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte einen Job Alert, einen Karriere-Newsletter bestellen. Wie schaut das Ganze aus? Ich klicke jetzt hier mal rauf. Das sieht beispielsweise so aus. Ich habe hier oben die Möglichkeit, meine E-Mail-Adresse einzugeben, kann Stichwörter eingeben, wie zum Beispiel Manager oder Consultant, Verkäufer, Recruiter, wie auch immer. Kann hier noch verschiedene Kriterien definieren, kann halt den zeitlichen Abstand definieren. Klick auf Speichern. Was dann passiert ist, dass ich eine Mail bekomme, diese muss ich bestätigen und ab dem Zeitpunkt der Bestätigung ist der Job Alert eingerichtet und das Ganze natürlich ohne, dass ich mir hier irgendwelche Accounts anlegen muss mit SuccessFactors, können wir diesen Service anbieten. Gucken wir uns doch mal an, wie eine ja, Stelle ausschauen kann. Jetzt mal als Beispiel, nehmen wir mal diese Stelle, die wir hier haben. Das ist jetzt mal ein Stellenposting. Man sieht es hier und man hat es ja bei DMTech auch gesehen. Wir sind hier wirklich hochflexibel, was dieses Posting angeht. Man sieht es auch hier oben ganz klassisch an der URL. Das ist im SuccessFactors als Posting Layout angesetzt, umgesetzt. Wir haben hier verschiedene Bilder, Bildmöglichkeiten. Wir haben hier Benefits, die rein generiert werden können. Wir haben die Möglichkeit, hier Bilder mit anzuzeigen. Ich kann Dinge aufklappen, zuklappen. Wie gesagt, das Konzept liefert in der Regel der Kunde oder das erarbeiten wir mit dem Kunden. Und ich habe die Möglichkeit, hier ganz klassisch ja, wirklich die Stellenanzeige so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Wie gesagt, die Daten kommen aus SuccessFactors, das Layout ist im CSP umgesetzt.
Welche Funktionen gibt es dann noch? Wir können natürlich hier so Webprofile anzeigen. Das kann halt dann stellenspezifisch sein. Ich kann Informationen teilen in die jeweiligen Medien. Auch hier ersetzen wir die Standardfunktion von SuccessFactors, beziehungsweise haben wir noch erweitert. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, mich zu bewerben. Und wenn ich jetzt hier hingehe und auf Bewerben klicke, dann springe ich letztendlich in das Candidate UI ab. Mache ich gleich. Welche Möglichkeiten habe ich noch mit den Career Set Components und der Suche? Ich kann natürlich auch in Richtung Barrierefreiheit ein bisschen mehr machen. Das heißt, ich habe halt hier auch Möglichkeiten, einfach Switches einzubauen, um halt, wie gesagt, mit Kontrasten zu arbeiten und das ganze Thema Accessibility hier nochmal ein bisschen anders umzusetzen im System. Gut, das zu den Career Set Components, zu der Smart Search und zu den Jobagenten. Gehen wir doch mal in Richtung Candidate UI und schauen wir uns mal an, wie schaut dann halt ein Bewerbungsprozess mit dem Candidate UI aus. Und das schaut so aus. Ich klicke jetzt mal hier auf Jetzt bewerben. Was wir jetzt hier haben, ist ein Willkommensscreen, ja, für den Kandidaten. Das ist halt eine individueller Screen. Kann man entscheiden, ob man den haben möchte oder nicht. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, ich möchte auf Bewerben klicken. Wir sagen dem Kandidaten, lieber Kandidat, wie funktioniert denn dieser Bewerbungsprozess? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Können wir das hier visuell darstellen? Klicke jetzt auf Weiter. Und das, was ich hier habe, ist letztendlich der Wizard-basierte View. Ich kann jetzt hier ganz klassisch anfangen, meine Daten anzugeben. Das ist jetzt mal der andere Tester. Meine E-Mail-Adresse soll jetzt mal diese sein. Das ist meine Telefonnummer. Wir können natürlich hier bei den Feldern auch Prüfungen einbauen. Das ist auch möglich. Das heißt, wir können hier bestimmte Dinge einfach, ja, prüfen. Sind die valide, sind die nicht valide? Gerade bei E-Mail-Adressen passt das so von der Konstellation, passt das nicht. Das können wir je Feld anbieten. Habe jetzt hier mal eine Stadt. Ich habe jetzt hier mal eine Straße. Das sollte mal die Straße 12 sein. Arbeitserlaubnis. Schlecht. Diese Felder kommen natürlich aus der Konfiguration des SuccessFactors-Systems. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, noch Fragen zu beantworten, kann Datenschutzerklärung akzeptieren, kann auch hier den Karriere-Newsletter schon abonnieren, kann hier noch ganz klassische Felder anbieten. Habe hier oben nochmal so eine, ja, so kleinen Wizard. Das heißt, Schritt 1 ist jetzt erfolgreich und das wandert dann immer weiter. Habe hier die Möglichkeit, noch einen Zwischenscreen anzubieten, der dem Kandidaten sagt, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und hier natürlich auch die Möglichkeit, unterschiedlichste Dokumente hochzuladen. Wir sehen es hier, wir haben hier eine Dropbox-Integration, eine OneDrive-Integration, eine Google Drive-Integration. Hier ist natürlich noch viel, viel mehr möglich. Das hängt immer von den Anforderungen vom Kunden ab und kann auch länderspezifisch komplett unterschiedlich sich darstellen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Dropbox und Google Drive jetzt beispielsweise in den USA nicht haben, dann ist es da halt ausgeblendet, dann ist nur OneDrive dort so sichtbar. Diese Flexibilität haben wir. Ich lade jetzt mal ein Dokument hoch. Soll jetzt wieder mal die Angela sein. Je nach Konfiguration des Systems habe ich dann die Möglichkeit, hier noch weitere Dokumente hochzuladen. Man sieht es hier. Anschreiben, weitere Dokumente. In dem Case kann natürlich auch eine ganz andere Konfiguration sein. Das ziehen wir dann dynamisch. Ich klicke jetzt mal weiter. Wir sehen hier, Schritt 2 ist soweit durch. Jetzt kommen noch die stellenspezifischen Fragen oder die Fragen aus der Application. Das unterstützen wir hier natürlich auch, genauso wie das Quick Apply. Kann hier verschiedene Fragen noch beantworten. Trage jetzt hier Daten ein. Wir haben hier ganz klassische Kalenderfunktionen. Kennt man ja letztendlich hier in unterschiedlichster Ausprägung machbar. Ich beantworte jetzt hier nochmal die Fragen. Ich kann die Kommunikationssprache individuell setzen. Das ist auch ein Feature, was ja eigentlich für viele Kunden interessant ist. Ich kann also beispielsweise hingehen und sagen, okay, ich bewerbe mich jetzt hier mit der deutschen Oberfläche. Meine Kommunikationssprache ist aber Englisch. Nationalität, sofern abgefragt, Gehaltsvorstellungen sind mal 100 Euro. Und ich kann jetzt hingehen und meine Bewerbung verschicken. Das möchte ich jetzt mal kurz tun. Die Bewerbung wird dann ganz klassisch abgeschickt. Das heißt, die Daten landen im SuccessFactors. Ich habe jetzt auch schon eine Registrierungsbestätigung bekommen und kann mich jetzt hier ganz klassisch anmelden. Man sieht jetzt hier, deine Bewerbung wurde abgeschickt. Es gibt bereits eine E-Mail-Adresse beispielsweise.
Und ich könnte mich jetzt hier ganz klassisch mit meiner E-Mail-Adresse anmelden. Das heißt, das System hat erkannt, Achtung, ich gebe es als User schon und habe jetzt hier eine Mail bekommen, dass ich mich hier, dass ich das einfach nochmal bestätigen soll. Was wir jetzt hier sehen, das ist eine sehr, sehr schöne Ansicht sogar. Ich habe natürlich hier nicht nur die Möglichkeit, mich per E-Mail zu bewerben, sondern beziehungsweise mich anzumelden, sondern man sieht auch hier, ich kann mich ganz klassisch per E-Mail anmelden. Warum per E-Mail? Die Funktion ist die, dass ich hier einen Einmal-Link zur Verfügung gestellt bekomme an diese E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. Ich klicke auf den Link rauf. Wie gesagt, einmalig gültig, läuft auch ab dieser Link, muss mich dann halt nicht mit einem Kennwort anmelden, sondern das reicht dieser Link aus. Ich habe dann die Möglichkeit hier, mich meinem Google-Account anzumelden. Ich habe die Möglichkeit, mich mit LinkedIn anzumelden, mit Microsoft oder aber meine Apple-ID, sodass halt die User wirklich entscheiden können, wie melde ich mich dann am SuccessFactors an. Das ist die Lösung, die wir hier haben. Das Ganze schaut dann so aus, dass ich mich hier oben natürlich auch anmelden kann. Das heißt, hier oben ist ja halt dieser Link. Kann jetzt hier beispielsweise mal die E-Mail-Adresse eingeben, die ich gerade genutzt habe. Das war, meine ich, diese gewesen. Bekomme jetzt hier eine Login-Mail zur Verfügung gestellt. Das dauert einen kleinen Moment. Und diese Login-Mail, ja, kann ich dann dazu nutzen, mich am System anzumelden. Ich gehe mal ganz kurz hier rein und öffne mal das E-Mail-Programm. Ja. Das heißt, ich bin jetzt letztendlich hier in dem System letztendlich als Kandidat mal angemeldet mit einem Blanko-Kandidaten. Man sieht, das schaut letztendlich hier so aus. Ich kann hier mein Profil erstellen, kann hier letztendlich ganz klassisch meine Daten eintragen, so als würde ich mich gar nicht bewerben. Das heißt, ich habe hier wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, mich am System zu registrieren, mich anzumelden. Wie schaut sowas aus? Ich kann das gerade mal zeigen hier. Das ist beispielsweise hier so eine Mail. Man sieht hier, ich habe einen Einmal-Link, ich klicke dort drauf und kann mich hier ganz klassisch am System anmelden. Genau, das zu dem Candidate UI. Wie gesagt, wir lösen hier komplett ja, die SuccessFactors-Oberflächen ab als Erweiterung mit vielen tollen Funktionen, die wir hier noch implementiert haben. So, ganz klar. Genau. Gut, das zum Candidate UI. Wie gesagt, hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich am System anzumelden und hier mit dem Kandidatenprofil zu arbeiten. Gut, das soll es jetzt erstmal zu den Produkten gewesen sein. Career Set Components, Candidate UI, Smart Search. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, unglaublich viel und große Flexibilität, was die UIs angeht. Und wie gesagt, wir haben halt eigentlich für ja, jede Komponente aus externer Sicht hier eine Erweiterung geschaffen, die letztendlich Kandidaten dann auch nutzen können. Ich würde jetzt einmal den Screen wechseln und gehe jetzt mal einen Schritt in Richtung SuccessFactors Recruiting Management. Dazu melde ich mich einmal kurz an. Und wir schauen uns jetzt das ganze Thema Search and Match an, inklusive Jobfeed. Das heißt hier wirklich die Lösung für den Recruiter, für den Hiring Manager, für den HR Business Partner, je nachdem, um welche Lösung es hier geht. Ich proxy einmal ganz kurz auf den entsprechenden User. Genau. Und bin jetzt am SuccessFactors angemeldet. Ich denke, die Seite kennen Sie alle. Das ist noch die Variante ohne diese neue Homepage. Aber ich denke, das macht nichts. Gehen wir mal ins Recruiting rein. Im Recruiting selbst habe ich dann hier verschiedene Möglichkeiten,
ja, mit Textkernel zu arbeiten. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar Cases vorstellen. Ich meine, ich bin jetzt als Recruiter unterwegs, was wir ja haben. Ich habe hier meine Stellen. Das heißt, es kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Ich habe hier meine Requisitions, habe meine Kandidaten, die sich drauf beworben haben. Das sieht man hier, Anzahl der Kandidaten, Kandidaten, die neu sind. Und was kann ich aus mit dieser Requisition tun? Ich kann zum Beispiel hier hingehen und sagen, ich gehe in diese Requisition rein. Und was wir hier geschaffen haben, wir haben ja die Textkernel Search and Match Suite direkt in die Requisition mit integriert. Man sieht es hier. Ich bin jetzt hier bei dieser Stelle. Ich habe ganz klassisch meine Requisition mit den korrespondierenden Feldern, die hier ausgefüllt sind. Und wir haben hier zwei Button. Zum einen Source Candidates in DK und Rank Candidates in DK. Source Candidates in DK heißt, ich habe eine Stelle, die muss noch nicht ausgeschrieben sein. Das heißt, ich habe im Zweifel noch gar keine Kosten generiert und nehme einfach mal diese Stelle mit all den Informationen, die ich habe. Wir reichern die im Hintergrund an über die Search and Match Suite und lassen die gegen alle Kandidaten laufen, die hier im Success Factors drin sind. Das können halt Mitarbeiter sein, das können auch ganz klassisch externe Kandidaten sein, die ihr Profil diesbezüglich freigegeben haben, als auch Kandidaten sein, die ein öffentliches Profil bei Xing oder LinkedIn haben, bei GitHub, bei Stack Overflow, weil das können wir natürlich hier in die Suche auch mit integrieren. Und wie schaut das Ganze aus? Ich klicke jetzt hier einfach auf Source Candidates in DK. Unglaublich vielen Stellen machen. Ich könnte hier genauso gut Consultant eingeben, Verkäufer eingeben. Da habe ich wirklich alle Möglichkeiten. Und ich möchte das mal tun. Ich gehe jetzt mal hin und sage, gib hier mal den Recruiter ein. Jetzt sagt mir das System, ah, okay, wähle doch bitte mal die entsprechenden Berufe aus. Ich nehme jetzt mal Recruiter, nehme ich mal Personalsachbearbeiter beispielsweise, möchte vielleicht hier noch den Manager Personalbeschaffung mitnehmen. Und das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich führe jetzt mal die Suche aus, ohne weitere Kriterien hier zu definieren und springe gleich mal in die Insights ab. Und was sehen wir hier? Die Analyse, die wir hier haben, bezieht sich auf Deutschland. Und man sieht es hier oben, wir haben natürlich auch andere Länder, die wir hier unterstützen in diesem Demo-Case. Wir haben jetzt hier die Anzahl der Jobs. Wir sehen hier momentan, dass aktuell die Jobs, die ich hier oben eingeben habe, diese drei davon werden gerade, ja, ein bisschen was über 20.000 aktuell gesucht. In Summe über 70.000. Warum? 70.000 kommen natürlich daher, dass ich sage, ich habe zwar hier 20.632 Unique Jobs. Diese werden aber ja auf unterschiedlichen Plattformen ausgeschrieben. Das könnte ein Xing sein, das könnte eine Arbeitsagentur sein, das könnte ein LinkedIn sein. Da erklärt sich letztendlich diese Zahlen, die wir haben. Wir haben dann die Anzeigendauer, wir haben Trends. Wir können hier wirklich zurückgehen. Wir gucken uns jetzt gerade die letzten 8 Wochen an. Wir können genauso gut hingehen und sagen, okay, ich möchte die letzten 2 Jahre mir Trends anschauen und kann da natürlich sehr, sehr stark erkennen, wo entwickeln sich denn Dinge hin. Habe jetzt hier die Jobbörsen. Man sieht hier zum Beispiel 9% dieser Stellen im Recruiting-Umfeld sind bei Xing ausgeschrieben, 6,8% bei der Arbeitsagentur. Wir haben dann hier die am meisten vorkommenden Kenntnisse und Filter sozusagen für diese Stellen. Das heißt, das, was wir hier haben, kommt aus den Ausschreibungstexten. Ja, da sieht man hier, Office Skills werden gefragt, Excel beispielsweise, Data wird gefragt, Datenbanken, PowerPoint. Wir haben dann hier die sozialen Kompetenzen, die in den Stellenausschreibungen genannt sind. Wir haben die Sprachkenntnisse. Wir haben hier das Ausbildungsniveau, welches gefordert wird auf Basis der Postings. Wir haben dann hier beispielsweise die Top 10 direkten Arbeitgeber. Man sieht es hier, Amazon hat in dem Umfeld gerade 188 Stellen ausgeschrieben, der KPMG 75, in Zalando 34, eine BASF 34. Und hier hätten wir noch die Top 10 der Personaldienstleister für dieses Themengebiet. Wir haben hier die Verteilung der Gehälter. Auch eine sehr interessante Information. Und hier unten noch regionale Verteilungen, um da einfach nochmal ein paar mehr Informationen zu kriegen. Und ich kann jetzt hier natürlich hingehen und kann direkt auch in die Seiten abspringen. Ich könnte jetzt beispielsweise hier hingehen und könnte sagen, okay, wir haben jetzt hier die jeweiligen Jobboards. Man kann sich hier die Stellen anschauen. Man sieht hier die ja, Anzahl der Stellen auf Kalenderwochenbasis. Wir haben hier bei den Organisationen die Möglichkeit, einfach mal wirklich zu schauen, hier DIS AG 1086 Jobs, die ausgeschrieben sind und könnte dann letztendlich hier reingehen. Ich könnte zu Amazon gehen, ich klicke nochmal rauf, habe jetzt hier die Stellen, die ausgeschrieben sind. Wir haben auch die Medien, wo sie ausgeschrieben wurden. Wir können uns hier grobe Informationen anschauen, könnten hier Details anschauen, könnten hier zu den Originalstellen gehen. Das heißt, man muss sich das System, was wir jetzt gerade haben, als großes Google vorstellen.
für alles rund um Stellen und Analysen dahingehend. Wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, um hier zu schauen, okay, was macht auch der Wettbewerb beispielsweise? Wo schreibt ein anderes Beratungshaus im HR-Umfeld beispielsweise gerade Stellen aus? Wie viele Leute werden gesucht? Das sind ja wirklich im Zweifel interessante Informationen, die wir haben. Das zum Thema Search, Match und Jobfeed. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ein kleiner Blick auf die Uhr. Wir müssen uns leider ein Ja, bisschen beeilen. Wir haben schon ein genau. paar Teilnehmer, die sich leider verabschieden müssen. Aber danke für Ihre Teilnahme schon mal. Und wir schicken natürlich alles zu im Nachgang. Genau. Wir haben noch ein letztes Thema. Dazu würde ich ganz kurz nochmal hier das System wechseln. Es dauert einen ganz kleinen Moment. Ich muss mich einmal hier neu abmelden. Nicht, dass wir wieder die Anmeldethematiken haben, die wir gerade eben gesehen haben. Ganz kleinen Moment bitte. Ich switche das System. So, und teile hier natürlich das System wieder. So, SuccessFactors. Gut, der letzte Case, den ich gerne zeigen möchte, ist das Cameo-Case, das Video-Interview. Wechsel hier mal zu einem anderen User. Ist auch sehr, sehr schnell erklärt. Wirklich auch eine ganz, ganz tolle Lösung, um hier auch speziell zeitversetzte Interviews durchzuführen. Wir haben hier die Möglichkeit, ganz klassisch übers Recruiting, über die Standardprozesse das Video-Interview zu nutzen. Wir haben hier die Möglichkeit, je Requisition bestimmte Templates auszuwählen für das Video-Interview. Ein Template definiert in der Regel, welche Fragen werden mir gestellt. Das heißt, wenn ich ein zeitversetztes Interview durchführe, kriege ich als Kandidat einen Link zur Verfügung gestellt. Dieser Link beinhaltet dann halt, wie gesagt, Zugang zu dem Video-Interview für mich als Kandidaten. Mir werden dann Fragen gestellt. Vorher wird ein kleiner Technikcheck durchgeführt. Das kann ich Ihnen gerade nicht zeigen, weil ich parallel mit der Webcam selbst online bin. Das heißt, ich kann die nicht für zwei Systeme nutzen. Aber Sie können sich das gerne in den Folien anschauen. Man muss sich das so vorstellen, ich habe hier eine Requisition, zum Beispiel diesen Consulting Analyst, habe die Möglichkeit dort das Cameo-Template mir auszuwählen. Das ist eine ganz einfache Picklist. Wir synchronisieren diese beiden Systeme. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Ja, ich wähle mir jetzt zum Beispiel das Cameo-Template aus für Consulting und Analyst. Und die Kandidaten, die halt hier eingeladen werden, würden dann ganz klassisch hier dieses Template dann nutzen und im Zuge des Video-Interviews beantworten. Was wir dann hier auch haben, sind unterschiedliche Status für das Thema Interview. Man sieht es hier oben, ich habe hier eine Gruppierung oder eine Gruppe von Status. Ich habe hier das Interview. Ich habe hier eine Cameo-Invitation oder aber das Video-Interview ist durchgeführt worden. Das heißt, ich schiebe den Kandidaten einfach ins Interview rein. Es geht automatisch eine Mail raus aus Cameo. Wie das Ganze ausschaut, kann ich einmal zeigen. Das schaut dann so aus. Ich habe dann hier Einladung zu einem Video-Interview. Hallo Franz Frenzchen. Ich habe mich auf die Stelle Consulting Analyst beworben. Kontakt noch aus Sicht des Unternehmens. Kann hier das Video-Interview starten. Bekomme Fragen gestellt, beantworte diese und würde das Video-Interview dann durchführen. Das Ganze landet dann auch hier in der jeweiligen Application. Wir haben hier eine Verlinkung. Man sieht es hier, Cameo-Interview. Wenn ich auf Link öffnen gehe, wird das Video-Interview angezeigt. Ich kann auch diesen Interview-Link selbst nochmal kopieren, um beispielsweise hier nochmal eine Mail zu verschicken oder ähnliches. Das heißt, das hängt immer so ein bisschen von der Konfiguration ab. Wenn ich hier raufklicke, wird mir halt ganz klassisch das Video in Cameo angezeigt. Und hier oben der Status wird automatisch natürlich auch gesetzt. Das heißt, die Kandidaten wandern dann halt von dem jeweiligen Status in den nächsten Status, sodass ich auch weiß, wann ein Interview, Video-Interview abgeschlossen wurde und wann nicht. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Haben Sie Fragen? Sabrina, du bist gemutet.
Ich war stumm geschaltet. Ich habe gesagt, eine Frage kam auf jeden Fall noch auf, wie sich der Implementierungsaufwand von Quick Apply und Candidate UI unterscheidet. Genau. Die Implementierung hängt natürlich immer von den Anforderungen ab. Man kann ganz grob sagen, dass man bei einem Quick Apply, das können 5 Tage sein, das können 8 Tage sein, das können 10 Tage sein. Das hängt wirklich davon ab, wie viele Länder haben wir, wie viele Sprachen haben wir, wie komplex ist das ganze Thema. In der Regel ist es aber sehr, sehr schnell innerhalb von ja, 2, 3 Wochen zu implementieren. Wie gesagt, der Aufwandstreiber sind die unterschiedlichen Brands, die unterschiedlichen Sprachen. Da muss man halt immer schauen, wie aufwendig das Ganze dann ist. Und dann mit mehreren Brands oder mit 5 oder 6 Brands, da braucht man ein bisschen länger für. Aber wie gesagt, das ist dann halt nur reine Konfiguration. Beim Candidate UI ist es so, da ist es ein bisschen aufwendiger. Da rechnen wir mit Aufwänden ab circa 25 Tagen. Das hängt auch hier sehr stark davon ab, wie viele Sprachen haben wir, wie viele Application Templates haben wir, respektive wie soll das System funktionieren mit Parsing, ohne Parsing. Welche Anmeldeszenarien habe ich? Habe ich unterschiedliche Länderversionen im Einsatz? Und wir müssen natürlich, das hat man beim Candidate UI, glaube ich, auch gesehen, vorher uns Gedanken machen, wie schauen denn die einzelnen Seiten aus? Das heißt, wir mockuppen die Seiten in der Regel und definieren, wie das Ganze ausschaut. Von daher, ab 25 Tagen, sage ich mal, würde es da losgehen. Und wie gesagt, da der Aufwand hängt primär auch am Design und der Komplexität des Recruiting-Systems im Hintergrund. Danke dir. Ich denke, das hat sehr ausführlich beantwortet. Genau, ansonsten habe ich jetzt keine Fragen im Chat, also gerne noch reinschreiben. Ich weiß nicht, ob wir noch kurz den Sneak Peek auf Interview Scheduling werfen möchten, wenn wir noch mit den Teilnehmern, die noch da sind, kurz eine kleine Vorschau geben möchten. Oder was denkst du, André? Ich würde es verschicken. Wie gesagt, in den Folien haben wir letztendlich die Lab-Preview mit aufgenommen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Und ich würde sagen, wenn es da Fragen gibt, können sich natürlich jederzeit gerne an die Sabrina wenden oder an mich wenden. Wie gesagt, genau. Die Unterlagen verschicken wir im Anschluss und da haben Sie alles letztendlich drin. Und gehen natürlich auch gerne nochmal mit Ihnen die detaillierten Lösungen, die dann für Sie interessant sind, durch. Genau. Kontaktieren Sie uns einfach, aber erstmal schicken wir Ihnen alles, dann können Sie alles nochmal in Ruhe Revue passieren lassen. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie wertvollen Input mitnehmen können und ja, wünschen Ihnen jetzt dann wahrscheinlich eine schöne Mittagspause. Dankeschön auch von meiner Seite. Danke dir, André, für den tollen Vortrag. Danke.